Ja, moin moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Dieses Mal wird es wahrscheinlich für euch etwas langweiliger werden, denn das ist einfach nur ein Infovideo, wie es jetzt mit meinem Channel und so weitergeht. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mit Let's Plays weitermachen werde. Ja, Let's Plays, also eigentlich einfach nur zocken mit Labern dabei, also im Prinzip das, was ich auch schon zu Crossfire gemacht habe. Und da stehen eigentlich jetzt zwei Spiele zur Auswahl. Also zum einen wäre da AVA oder AVA oder Alliance of Valiant Arms, je nachdem, wie ihr das jetzt ausgesprochen haben wollt. Das ist ein kostenloser Online-Shooter und ziemlich an Call of Duty angelehnt. Dazu würde ich dann einfach so wie auch bei Crossfire eigentlich im Let's Play so die Spielmodi zeigen, so ein paar Waffen vielleicht anzocken. Und ja, das auch auf Blind. Also ich habe das Spiel zwar auf meinem Rechner schon einen Installer gedownloadet, aber das Spiel noch nicht installiert. Genauso wenig habe ich das zweite Spiel installiert. Das ist nämlich Fear. Also Fear ist ja ein Horror-Shooter, wie ihr hoffentlich wisst, mit Story und so und. Ja, im Moment ist ja 4-3 ziemlich in Let's Play-Mode, also eigentlich machen ja viele Let's Player und auch alle großen Let's Player gerade Videos zu 4-3 und Fear, also First Uncounted Assault Wrecken, ist eben der erste Teil davon. Geht's darum, dass Alma irgend so ein kleines Geistermädchen oder so die Welt zerstören will. Irgendwie sowas jedenfalls. Es ist böse und grausam und überhaupt. Ja, das habe ich auch noch nie gezockt und das wäre auch ein Let's Play Blind, aber da eben mit geradliniger Story und Storyline durchzocken und so, also. Das wäre nicht so, ja, quasi zufällig ausgewählt, was ich da dann mache, wie bei Ava. Also, Ava wäre dann mehr so Crossfire-Style von der Videoart her. Ja, dürft ihr jetzt abstimmen in den Kommentaren zu diesem Video. Ihr dürft mir, falls euch das so peinlich ist, abzustimmen, auch gerne eine Nachricht schreiben. Antworte ich auch drauf. Ja, sonst gibt es eigentlich im Moment nichts zu sagen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich so zwischendurch mal wieder so ein Infovideo machen werde, habe ich ja bis jetzt noch nicht. Habe ich hier immer am Anfang der Videos, aber es gibt so einen ganz netten Überblick so zwischendurch mal. Es ist zwar wahrscheinlich ätzend langweilig für euch, aber dürft ihr auch drüber abstimmen, ob ihr das lieber in den Videos wollt oder so ein Infovideo. Na, das war's dann jetzt auch erstmal von mir.